Clio Spawn von Tour heute bei Herrn Michalski. Nein, nicht der Modeschöpfer, sondern Olli Michalski vom Vinylcafé. Und er stellt uns heute seinen Plattenladen, sein Café zur Verfügung, denn ich treffe einen ganz berühmten Rockstar. Wer das sein wird, gleich hier bei mir in Clio Spawn. Bank und Tour heute im Vinylcafé und wir haben auch die passenden Tassen dazu, denn ich habe meine Cleos Banktasse vergessen, weil ja immer die Interviewpartner die Tassen haben möchten, wie Günther Siegel von der Spider-Murphy-Gang und da bin ich schon mittendrin. Hallo Axel Weselski von Alex, verflixt uns. Ah, ich wusste es. Aber es macht ja nichts. Namen sind Schall und Rauch. Nein, Alex. Ich hab's noch gesagt. Als ich beim Echo war, hat Barbara Schöneberger auch gesagt, jetzt kommt als Präsentator Alex Weselski, heißt der wirklich so? Alex Weselski. Ich wollte noch sagen, ja, er heißt wirklich der so. Der Checker, der Eisbrecher. Na, lass den Checker weg, das ist lange. Nein, du bist ja auch ein... Ich bin der du Alex. Du bist ja ein Studierter. Auch das noch. Ja. Aber das ändert nichts am Namen. So, ja, Alex. Vinylcafé Augsburg, man bringt ja auch nicht seine eigenen Tassen, Cleo, in fremde Läden mit. Doch, bringt man mit, auf Cleos Bank, ja. Und dann wollen die Interviewpartner, wie gesagt, hier... Günther Siegel von der Spider-Murphy-Gang. Und da sind wir, wie gesagt, schon mittendrin im Thema, denn es gibt ein neues Album von euch, Schicksalsmelodien. Und da covert ihr Songs, die eure Schicksale sozusagen begleitet haben im Lauf des Lebens. Und die erste Single, die schon heraus ist, Skandal im Sperrbezirk. Ja, ist draußen. Unglaublich. Ja, wie hat sie das geschafft? Wer hat die denn rausgelassen? Nein, aber wirklich ernsthaft die Frage, hat man da nicht ein bisschen Bammel, wenn man so einen Song... den es schon so lange gibt, wo die Leute drauf abfeiern, covert in seiner eigenen Version, die echt cool ist, aber auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich ehrlich bin. Wir kommen später auf die anderen Songs auf dem Album zu sprechen, die ich genial finde. Was heißt gewöhnungsbedürftig? Darf ich sagen? Ja, ich musste mir schon überlegen, gefällt mir das jetzt, aber es ist cool. Es ist anders. Ich bin ja begeistert vom Video dazu, ja. Aber nein, ernsthaft, wie ist das, wenn man so an sowas rangeht? Man will ja seine eigene Note reinbringen. Wie war das? Ja, erstens mal, das Wichtigste ist, man geht mit Respekt an sowas ran. Wir wollen ja keinen in die Pfanne hauen, wir wollen auch keinen Klamauk machen. Mhm. Es geht ja nicht darum, so Joko und Klaas verhonepiepeln jetzt mal die Spider-Murphy-Gang aus. Darum geht es ja nicht. Wir sind nicht JBO. Es ging uns nicht dazu, darum, Songs durch den Kakao zu ziehen und sonst, was weiß ich, hätte man irgendwelche Schlagersongs genommen und extra einen auf lustig und gaudi gemacht. Nein, es war uns schon völlig ernst mit der Geschichte. Wir wollten ein Coveralbum machen. Jede Band muss irgendwann mal covern. Die meisten Bands fangen als Coverband an. Wir haben immer schon eigene Mucke gemacht, eigene Texte, eigene Musik. Und jetzt ist die Zeit reif in verrückten C-Zeiten. Machen wir doch mal eine Coverplatte. Wir haben immer mal gecovert. Die letzte Coverversion war Stoßgebet von Powerwolf. Und dann haben wir einfach weitergemacht und gesagt, du, wenn wir schon dabei sind, verschieben wir Studioalbum 8 in März 2021 und machen jetzt mal eine komplette Platte mit Covermelodien. Die Idee kam ein bisschen auch von der Plattenfirma. Wir hatten da nichts dagegen, fanden wir gut. Mhm. Und der Erste, der tatsächlich kam, oder Pix sofort kam, ich habe hier einen. Also Plattenfirma sagte, ja, wie wär's mit extra breit, Flieger grüßt mir die Sonne. Ja, warum nicht, aber wie wär's denn mit... Skandal im Sperrbezirk. Das war Pix, ist mein kongenialer Studiopartner. Pix, an dieser Stelle, wenn du zuguckst, schön groß. Der sitzt im Studio und plackt sich damit rum.
Und das war ihm wichtig. Er sagte, der Song geht voll nach vorne, den können wir absolut. Er hört, er fühlt es, wie man den einfach eisbrecherifizieren kann. Mhm. Das war ihm ein Anliegen. Text passt. Damals ein Skandal, ist natürlich genau meins. Da kam das Wort Nutte vor. Wir schauen mal kurz. Das ist hier alles aus dem Jahr 1981. 81. Also an alle, da war ich 13. Du warst 13 und viele deiner Zuschauer waren damals noch gar nicht geboren. Und damals war ja die Nutte, die sich die Füße platt steht in der schönen Stadt, das war ein Skandal. Aber ich muss gleich dazu sagen, der Bayerische Rundfunk hat es gleich verboten. Ja, so. Aber ich finde es schon cool. Aber mir gefallen andere Songs, andere Covers auf eurem Album besser. Okay. Das gestehe ich. Über Geschmack muss man ja nicht streiten. Aber es ist ja gut so. Es sind ja ein Haufen Songs drauf. Kann sich jeder einen raussuchen oder alle. Aber als bayerische Band, wollte ich nur sagen, als bayerische Band muss man den... Den müssen wir machen. Aber was wirklich genial ist, ist das Video dazu. Das läuft ja auch schon. Man sieht es ab und zu auch in der Werbung. Ich habe schon im Fernsehen gesehen. Das ist ja echt ein cooler Psycho-Thriller. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich würde mal sagen, so eine Mischung aus Rosemarie Nittlebitt-Story. Also wer es nicht kennt, das war eine bekannte Prostituierte, Edelprostituierte, die ermordet wurde. Also ich kenne sie noch drin. Persönlich natürlich. Und Roter Drache, also wirklich mit Haut abziehen und so. Also wie gesagt, ihr solltet euch Hannibal, das Video... Ja, also puh, da muss ich sagen, als ich mir das Video dazu angeguckt habe, da war ich dann schon wieder mehr drin im Song, weil ich dachte, wow, cool. Also okay. Echt eine coole Sache, das so, diese Kombi aus Video und aus dem Cover von euch und deiner das, Art zu singen. Da haben wir das bei der Murphy natürlich, da hatten wir natürlich einen gewissen Vorteil gegenüber den Jungs damals. Mhm. Video war 81 noch nicht so das Ding. Video Killed the Radio Star kam erst ein bisschen später und MTV, glaube ich, auch etwas danach. Die mussten damals quasi durch die Hitparade und ihr Disco mit Ilja Richter tingeln. Hat ihnen aber gut getan, es war ein Mega-Hit damals, sogar bundesweit. Und wir konnten jetzt durch das Video dem Song nochmal eine andere Ebene geben. Und da wird natürlich, das macht es immer doppelt spannend. Musikalisch haben wir den Song auf alle Fälle wesentlich härter angegangen, logischerweise. Und durch das Video haben wir noch andere Möglichkeiten, die Jungs damals in der Form nicht hatten. Es lebe die Technik, es lebe die moderne Zeit. Es gibt jetzt bald einen neuen Videodreh zu Out of the Dark von Falco. Ja. Gleicher Regisseur, denn wie gesagt, der hat das Video gedreht zu Skandal im Sperrbezirk und als wir es dann gesehen haben, waren wir alle da, wow, du bist zwar dabei, du machst mit und am Ende der hat sich die Geschichte ausgedacht und das hat einfach funktioniert. Tolle Bildsprache, toller Schnitt, tolle Farben, tolle Story, mutig. Rosi ist in die Jahre gekommen, die Spider-Murphy ist in die Jahre gekommen, der Eisbrecher ist in die Jahre gekommen, viele sind in die Jahre gekommen. Und dann so ein Ding da draus zu machen, als wer es noch nicht gesehen hat. Unbedingt. Also ich empfehle es auch, wie hat gesagt. Hat was von Hitchcock. Ist spannend. Ja, ist spannend, das stimmt. Von dem musikalischen, wo es um deine Stimme geht und eure Band, da bin ich, wie gesagt, Fan von Out of the Dark und Goldener Reiter. Ja, unbedingt. Joachim Witt, Goldener Reiter. Da bin ich gestern durch meine Küche getanzt. Wirklich klasse. Coole Interpretation. Hätte ich eine Küche, würde ich auch durch die Küche tanzen, aber ja, du bist keine. Hast deinen Wagen da drauf. Genau. Kommst du, ich habe ein Auto. Du Interviews, kriegst einen Kaffee. Ich habe ein Auto, für was brauche ich eine Küche? Ja? Ich verbringe entweder meine Zeit hier im Plattenladen beim Migges oder beim Autofahren. Trio, Anna, lass mich rein. Oder im Studio, genau. Raus. Oder beim Wühlen und denken wir, was machen wir denn als nächstes hier? Welche Songs werden denn als nächstes gecovert? Demnächst covern wir uns aber selber. Aber hier, Entschuldigung, hier Ewiges Eis, Eisbrecher, Schock. Es gibt ja nächstes Jahr ein neues Studioalbum, ein Eisbrecher-Album. Habt ihr jetzt aber bewusst auch durch die C-Zeiten, wie du gerade angesprochen hast, verschoben, weil ein bisschen auch die Tour schon dazugehört. Ihr habt ihr die Tour verschieben müssen. Ist so. Wir haben uns das lange überlegt, wie machen wir es und in welcher Reihenfolge. Geplant war Studioalbum 8 und danach Schicksalsmelodien. Jetzt haben wir es umgedreht, denn zum Album willst du touren. Mhm. Tour haben wir verschoben und um ein Jahr und jetzt haben wir auch, dann haben wir irgendwann beschlossen, die Europa-Tour. Also Europa-Tour haben wir verschoben, die eigene Tour zum neuen Album haben wir verschoben. Dann haben wir logischerweise und konsequenterweise auch das Album dazu verschoben und Schicksalsmelodien vorgezogen. Mhm. Ja, macht ja nichts. Also wichtig ist, dass sich ein bisschen was rührt, dass man nicht komplett irgendwo in der Vergessenheit verschwindet. Das letzte Studioalbum bei uns liegt 2017, ne? Ist jetzt über 3 Jahre her. Also
Wer nichts tut, macht nichts falsch, ja, aber es schadet auch nichts, ab und zu mal was zu machen. Wer nicht mit der Zeit geht, mit der Zeit, ist auch so ein Spruch. Genau, also wichtig war uns einfach dranbleiben, Spaß haben. Und jetzt haben wir mal den Versuchsballon Schicksalsmelodien gestartet. Aber du bist ja eh ein Mensch, der immer wieder was macht. Ich habe es ja schon mal angesprochen, ein Studierter sitzt hier. Naja, was also, heißt das schon? Also, nein, aber ehrlich. Es ist ja immer so, naja, also manchmal denken die Leute ja ein bisschen auch so... Dass jeder Musiker vor allem nur... Ja, er macht halt Musik oder ist das so ein Checker. Ja, ja. Und ich meine, das muss ich noch dazu sagen, wirklich ein charmanter junger Mann sagt zu mir, ey, wir kennen uns, haben uns ja getroffen bei Tabaluga in Köln. Bist ja auch ein bisschen grau geworden. Vielen Dank dafür. Damals warst du auch schon grau als Eisgeneral übrigens. Ist so. Geschminkt, ist so. Aber jetzt ist er wirklich grau. Die mussten gar nicht viel schminken, ich war ganz schön grau. Ja, meine Mutter hat immer gesagt, das wichtigste Gut im Leben, das ist die Ehrlichkeit. Also immer schön ehrlich. Schatz, aber findest du, dass ich einen fetten Arsch gekriegt habe? Ja, absolut. Aber du machst es ja wieder gut, weil du hast ja was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht. Ja, genau. Du machst es ja wieder gut. Cool, also erst... Hier. Damit gesagt, hat er mich wieder... Du bist tatsächlich grau geworden. Ich meine, deine Zuseher werden es auch festgestellt haben, aber es macht nichts. In Ehre ergrauen ist besser als... Also wenn ich so einen schönen Eisbär bekomme, dann kann ich damit leben, dass hier ein paar graue... Dass dir mal ein Kerl die Wahrheit Die einzigen grauen Haare mokiert werden. Aber wie gesagt, ich würde schon empfehlen, dass die Leute sich ab 23. Oktober losstürmen in die Plattenläden und... Das Album kannst du hier nicht kaufen. Kann man hier leider nicht kaufen, aber man kann es downloaden. Kann man es downloaden? Gibt es eine CD? Kann man es downloaden? Fragst du mich? Ich bin aus der Zeit jetzt, also ihr, beim Baujahr 68, ich war 11, als die Spider-Murphy-Gang damals rauskam. Mich darfst du zu sowas also nicht fragen. Nicht, aber CD wird's geben. Ich weiß nicht, wie man Sachen downloadet. Ich weiß nicht mal, wo das Internet wohnt. Ich war da auch noch nie. Ich war in Entenhausen, Schlumpfhausen. Ich habe auch mit Pinocchio schon mal einen über den Durst getrunken. Aber Internet, sorry. Ja, du bist ja ein Fan von Flohmärkten. Ohne mich. Hast du ja, genau. Ich kaufe Platten. Hier, das ist meine Welt. Vinyl. Ich glaube, ich verbringe mehr Zeit beim Migges hier im Vinylcafé Augsburg als in meiner nicht vorhandenen Küche. Aber die CD gibt's und eine Box gibt's und bei uns auf der Internetseite www.eis-brecher.com könnt ihr das bestellen. Amazon, Saturn, Media Markt. Ja, das halt, wollte ich doch wissen. Mensch, halt CDs, das war doch jetzt deine Werbezeit. Wo es halt CDs gibt. Vielen Dank. Ich habe 23. Oktober kommt sie raus. Release. Und wie gesagt, die Single zu Skandal im Sperrbezirk, die gibt's schon. Die gibt's schon. Und das Video dazu. Und jetzt wird ein neues gedreht, Out of the Dark. Und aber auch hier, die alten Vinylplatten zu. Die wären ja nicht schlecht, nur weil sie ein bisschen länger schon im Laden stehen. Was steht dann sonst noch an, außer jetzt nächstes Jahr, wenn es denn klappt? Wir drücken die Daumen, die Europa-Tour. Eindhoven habe ich gesehen, ganz spannend. Da ja, haben wir auch, schon, haben auch schon eine Menge Tickets Philipp verkauft. Ich freue mich drauf, ich hoffe es klappt. Ehrlich gesagt stehen die Zeichen nicht so günstig, auch nicht für die verschobene Europa-Tour. Eindhoven, es wäre schade drum, wir haben fast 1000 Tickets verkauft. In den Niederlanden, muss man sich mal vorstellen, als deutschsprachige Band, das ist nicht nichts. Wir drücken die Daumen, denn ich glaube, ich muss euch jetzt auch mal live sehen. Ich gebe es zu. Hast du noch nicht? Nein, ich habe dich, wie gesagt, dich halt als General bei Tabaluga gesehen, aber okay. Ja, gut, das wäre jetzt eigentlich der Abschluss gewesen. Nein, ich verspreche es. Ich verspreche es und dann gibt es vielleicht auch für dich eine Cleos Bank-Tasse. Wer weiß. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen und bring viele Freunde mit. Und wann auch immer und wo auch immer, wenn alles so kommt, wie ich es mir wünsche, dann kommst du halt nach Eindhoven. Ja, coole Idee. Kannst du noch den Ex-FCA Augsburg-Spieler mit seinem neuen Verein angucken und nebenbei Eisbrecher in den Niederlanden. Lernen aber vorher ein bisschen Niederländisch. Nöken in der Köken und nicht die Dahlen. Ja, und Alex lustig. Treffen, wohlgemerkt Alex. Mit zwei A. Alex treffen. Ja, was gibt Schöneres? Was gibt Schöneres? Also, es war schön. Nicht ich, würde ich mich unbedingt. Alex, du hast jetzt eh ein Stein im Brett bei mir, weil hier ich. Ja, mit Stofftierchen. Mit Stofftierchen kriegt man jede grauhaarige Olle rum. also. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Cleos Bank on Tour heute mit Alex Wiseski, Eisbrecher. Bis bald.